Da an diesem Wochenende das muslimische Opferfest stattfindet, möchte ich heute mit euch ein super leckeres Baklava-Rezept teilen. Und zwar habe ich hier den Teig komplett selbst gemacht, ist super aufwendig, schmeckt aber umso leckerer, wie ich finde. Und gefüllt habe ich das Ganze mit gehackten Walnüssen, als auch mit Haselnüssen, also ein kleiner Mix. Und wer Baklava noch nie gegessen hat, der sollte es auf jeden Fall nachholen. Und ich würde sagen, wir kommen direkt zu den Zutaten. Starten wir mit dem Zuckersirup, den hatte ich hier bereits vorbereitet und dazu existiert bereits ein Video auf meinem Kanal, das hatte ich zwar bereits vor langer, langer Zeit abgedreht, das verlinke ich euch gerne unterm Video in der Infobox oder hier oben in der Ecke. Des Weiteren benötigen wir hier noch Butter, da nehme ich immer 250 Gramm für ein großes Blech Baklava, das wird dann nachher nochmal auf dem Herd geschmolzen. Und für die Füllung nutze ich auf der linken Seite klein gehackte Walnüsse und auf der rechten Seite klein gehackte Haselnüsse. Damit die Füllung ein wenig saftiger wird, gebe ich auf beiden Seiten noch Puderzucker mit hinein. Das ist so ein kleiner Tipp von mir. Für die Deko habe ich mir gedacht, noch ganze Haselnüsse zu verwenden. Und nun geht es auch schon los mit dem Baklava-Teig. Und zwar verwende ich hierfür Mehl, ein Teeglas Naturjoghurt sowie ein Teeglas Wasser, ein halbes Teeglas geschmacksneutrales Öl sowie ein Ei, zimmerwarme Margarine und es kommt ein Esslöffel Weintraubenessig in das Rezept. Ihr könnt bestimmt auch irgendeinen anderen Obstessig verwenden. Los geht's mit der Zubereitung. Und zwar gebe ich zunächst alle flüssigen Zutaten in eine große Schüssel. Und zwar verknete ich das Ganze mal am allerliebsten mit den Händen. So bekommt man einfach ein viel besseres Gefühl für den Teig. Nachdem dann die flüssigen Zutaten kurz miteinander vermengt wurden, gebe ich dann nach und nach das Mehl mit hinein. Natürlich schreibe ich euch die genauen Mengenangaben nochmal unten in die Infobox, also da könnt ihr dann nachher reinschauen. Und nun knete ich und zwar so lange, bis ein richtig schöner elastischer Teig entstanden ist. Zwischendurch gebe ich dann immer mal wieder Mehl dazu, der Teig sollte am Ende überhaupt nicht mehr klebrig sein und so eine Art kaugummiartige Konsistenz bekommen haben. Hier war das Ganze noch nicht kaugummiartig genug, also der sollte sich so richtig schön auseinanderziehen lassen und wie gesagt nicht mehr kleben. Und wenn ihr merkt, dass der richtig schön geschmeidig ist und so eine Art Kaugummi entwickelt hat, dann ist er auch schon fertig. Gebt einfach so viel Mehl dazu, bis ihr die richtige Konsistenz erwischt habt. Aus dem Teig forme ich mir dann jetzt so mittelgroße Kugeln und zwar portioniere ich ihn hier erstmal mit einem Teigschaber auf gleich große Teile und aus diesen werden dann, wie gesagt, so gleichmäßige Kugeln geformt. Nun braucht ihr reichlich Speisestärke, denn darin wird jetzt jeweils jede Kugel einmal gewälzt und auch wirklich nicht sparen dabei mit der Speisestärke. Am besten das Ganze nochmal mit der Speisestärke einreiben. Die Kugel drücke ich mir dann schon mal mit den Handflächen schön flach, damit ich das Ganze nachher gut bearbeiten kann. Die Teigfladen, die lege ich mir dann zwischen so Frischhaltefolie und decke sie dann gut ab. Los geht's mit den ersten Teigfladen. Und zwar habe ich mir hier aus dem Bastelladen mal so einen Holzstab mitgenommen. So ein Teigstab nennt sich im türkischen Oklava und das wird sehr, sehr gerne benutzt, um Teig richtig, richtig dünn auszurollen. Und ich muss gestehen, ich beherrsche diese Technik überhaupt nicht gut. Also es hat bei mir nicht so gut geklappt. Am Ende musste ich auch das Nudelholz verwenden. Naja, jeder sollte es so machen, wie er mag. Also ihr könnt von vornherein auch das Nudelholz nehmen. Das ist natürlich etwas mehr Aufwand, aber klappt genauso gut. Mit Hilfe des Holzstabes oder eines Nudelholzes wird der Teig richtig, richtig gut dünn ausgerollt. Am Ende sollte es so ähnlich sein wie Zeitungspapier und sollte auch am besten leicht durch den Teig schauen können, sodass ihr eure Hand seht. Und nimmt immer ganz viel Speisestärke zwischendurch, denn ihr seht, bei mir hat das Ganze etwas zusammengeklebt, weil ich immer wenig Speisestärke verwendet habe. Also wirklich immer zwischendurch mit der Speisestärke bestreuen oder einreiben und dann klebt auch nichts zusammen. Nachdem der Teig dann richtig gut dünn ausgerollt ist, teile ich ihn in hier drei Teile ein und nun zeige ich euch zunächst die erste Form. Ich habe mir nämlich verschiedene Formen überlegt. Für die erste Form gebe ich etwas von der Haselnussfüllung unten an den Rand und rolle das Ganze mit dem Baklava-Stab zusammen.
Danach wird das Ganze nur zusammengepresst, sodass so eine Art Schnecke entsteht. Diese Form nennt sich im Türkischen Burma und dieses lege ich dann an den Rand meiner Auflaufform. Hier geht es nun an die nächste Form und zwar werden daraus so kleine Halbmondkreise ausgestochen. Dafür habe ich mir jetzt ein kleineres Teigstück ausgerollt. Hier könnt ihr einfach mal selber schauen, wie ich das Ganze forme, da ich finde, dass es eigentlich selbsterklärend ist. Nun nehmt ihr euch ein Teeglas oder ein kleines Glas, das ihr habt, und schneidet euch da so Halbmonde raus. Auch für diese Sorte benutze ich wieder Walnussfüllung. Für die Mitte nehme ich nochmal Haselnussfüllung und zwar mache ich hier wieder die typische Burma-Form. Da forme ich mir das letzte Teigstück einfach nur zu einer Schnecke und gebe sie dann in die Mitte. Im nächsten Schritt habe ich mir die Butter in einem Kochtopf geschmolzen und ganz wichtig hier den Schaum abgeschöpft. Die sollte wirklich komplett ohne Schaum sein, da der Schaum sonst beim Backen verbrennt und ihr dann so unschöne dunkle Flecken auf dem Backlauer bekommt. Die Butter gebe ich nun also komplett über das Backlauer, passt auch immer dabei auf, dass kein Schaum drauf kommt. Und nun wandert es in den vorgeheizten Ofen bei 200 Grad Umluft für etwa 30 Minuten. Und zwar bis es richtig schön goldbraun geworden ist, nicht zu hell und nicht zu dunkel, dass wenn der Sirup drauf kommt, sowieso noch etwas nachbräunt. Der Sirup ist in der Zwischenzeit auch schön ausgekühlt, also er sollte natürlich Zimmertemperatur haben. Ihr seht, hier hat er die perfekte Konsistenz und den gebe ich dann direkt über das heiße Baklava, also direkt wenn es aus dem Ofen kommt, gebe ich dann auch den Zuckersirup darüber. Wundert euch nicht über die Menge des Sirups, ich habe da die doppelte Menge hergestellt, da habe ich noch ein weiteres gebacken. So sieht dann das fertige Baklava aus. Ich habe dann zur Dekoration noch Haselnüsse darüber gegeben, einfach nur dazu, dass man erkennt, wo die Haselnussfüllung drin steckt. Und am allerbesten schmeckt das Baklava am nächsten Tag, wenn es richtig schön gut durchgezogen ist. Hier konnte ich es natürlich wieder nicht abwarten, musste direkt vor der Kamera probieren, damit ihr sehen könnt, wie knusprig das Ganze ist. Also ich kann euch wirklich empfehlen, das Ganze mal mit selbstgemachtem Teig auszuprobieren. Natürlich könnt ihr genauso gut auch den gekauften nehmen. Zeit hat man auch nicht immer und ist wirklich sehr viel Arbeit, aber es schmeckt so, so lecker. Also probiert es unbedingt mal aus. Ansonsten war es das schon mit meinem Baklava-Rezept. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hinterlasst mir sehr gerne einen Daumen hoch und falls ihr kein Video mehr verpassen wollt, könnt ihr meinen Kanal sehr gerne abonnieren. Ansonsten wünsche ich ganz viel Spaß beim Nachmachen und hoffe bis zum nächsten Mal auf meinem Kanal. Tschüss!